Gleichnamige, die ihr Pendulumvogel durch Unterholz. Das kleine Federbündel wird bei seinem Erzeuger bleiben, bis es kräftiger ist und für sich selber sorgen kann. Die geologischen Kräfte, die das Leben auf Neuseeland geschaffen haben, können es auch zerstören. Im Jahr 2011 erschütterte ein starkes Erdbeben die Stadt Christchurch. 185 Menschen starben. Auch Auckland, Neuseelands größte Stadt und Heimat von 1,5 Millionen Menschen, liegt in einer aktiven Erdbebenzone. Der Vulkan Grandi Toto thront über Aucklands Hafen. Obwohl sein letzter Ausbruch 600 Jahre zurückliegt, sind seine Lavafelder bis heute noch immer schwarz und kahl. Versteckt unter der leblosen Oberfläche liegt ein ungewöhnliches... Komisch. Aber sind die rot, die Wolke? Ja, ja. Komisch. Ich weiß nicht, ja. Gehen wir wieder anders an, ja. Aber Wolke fotografiere ich in Filmen gern. Besonders, wenn sie ganz toll aussehen. Direkt auf die Autobahn. Jetzt nach unten umsteigen, oder? Sozusagen, also dann müssen wir die große Autobahn, wo Richtung Achtwerk ist. Das Wasserkraftwerk, geben kann. Weißt? Ist ja nicht über Scharlsee, oder? Hier waren wir vorhin. Thank you.
keine Leute drauf sind oder so, also niemand, den ich kenne jedenfalls, gell? Ohne ausdrückliche Erlaubnis. Hm. Weil niemand ins Netz setzt. Die brauchen was zu essen. Kann man so Rückstände fahren? Ja, ich bin auch so. Hab ich schon. Aber kann dem halt nicht folgen, gell? Immer nur mal die Drohne zulegen. Nein, mach ich. Keine Leute drauf sind oder so, also niemand, den ich kenne jedenfalls, gell? Ohne ausdrückliche Erlaubnis. Hm. Weil niemand ins Netz setzt. Schön. Hab ich schon. Aber kann dem halt nicht folgen, gell? Immer nur mal die Drohne zulegen. Das ist schon mal gut. Schön. Eine schwarze Kuh.